So, jetzt sind unsere Nusstaschen gewachsen und ausgekühlt. Und jetzt tun wir sie noch dunkler. Man kann jetzt zu Hause eine fertige Glasur hernehmen, was sicher am einfachsten ist. Wir haben da eine Fettglasurmasse, weil das Verarbeiten von Kuvertüre einfach daheim schwierig ist. Man kann jetzt hergehen und die Ecken leicht einbunken. Jetzt kann man mit der dunklen Glasur machen oder mit der weißen Glasur oder mit der Nussglasur, ganz wie man es mag. Oder was noch dienen. Mit einem Pinsel leicht drüber filieren. Das kann man machen, wenn man mag. Und damit sind unsere Nusstaschen fertig.